Es gibt wieder den Warlock. Aber wieder kein Disruptor. Es gäbe sogar beide Warlocks dieses Mal. Also es wären recht leicht, die neuen Warlocks zu probieren, wenn man halt. Ja, wobei, da muss man einfach mal stark sein. Was nehme ich denn da jetzt mit am Anfang? Das sind ja alles Schmutzeinheiten. Ich nehme Tinker Dr. mit. Klinker. Wie gefällt dir das Update bis jetzt? Bis jetzt finde ich es sehr interessant und spannend, muss ich sagen. Sicherlich noch viel nicht balanced und sowas. Also dieser neue Ding zum Beispiel, also der Warlock oder wie der heißt, Warlock, genau. Ich glaube, der ist noch ein bisschen zu OP. Wenn ich mir das so anschaue, kommt der mir ziemlich OP vor. Aber ansonsten sehr interessant, sehr spannend. Ich finde es cool, dass es neue Sachen gibt. Sven, finde ich, tut mir gar nicht so weh, dass Sven weg ist. Ich fand Sven in vielen Bereichen fand ich Sven zu stark. Also wenn ich gesehen habe, wie ich überlegen, ich war Sven Level 1, und mich damit zerschrot komplett. Deswegen weine ich Sven das gar nicht mehr unbedingt so nach. Also ich muss sagen, ich bin zufrieden mit dem neuen Update. Ich bin zufrieden. Ich kann aber nicht sagen, wie meine Meinung da in 5 Tagen dazu ist. Vielleicht fuckt mich dann irgendwas mega ab. Aber momentan, ich finde es einfach cool, mal neue Sachen zu haben. Und das hype mich halt gerade richtig, dass es so viele neue Sachen gibt, die man spielen kann. Nur dieses rote Ding da oben, ne? Irgendwo finde ich es cool, dass es neu ist, aber irgendwie. Ich mag sogar Rot, ich bin ein großer Fan von Rottönen. Aber dass man halt die Nuancen so nicht richtig sehen kann. Gerade erst dazugestoßen, was gibt's Neues? Im Winter Wyvern ist raus, Venn ist raus, es gibt Puck ist zurück. Es gibt einen neuen Demon Undead, Demon Hunter Undead, den Venge und es gibt einen Warlock Orc, der heißt Warlock selber auch. Und der ist ziemlich OP. Es sind ein paar natürlich wieder Sachen stärker, schwächer gemacht worden, es gibt ein paar neue Items auch noch. Aber ich muss schon mal selber anschauen ansonsten dann. Oder die erste Runde. Also dreimal Slug muss auf jeden Fall. Oder du schaust dir einfach die erste Runde an, die werde ich heute Abend auf YouTube hochladen. Genau, neue Items auch, neue Units. Also die erste Runde, die ich heute im Stream kam, die werde ich direkt heute Abend noch hochladen. Also sobald der Stream vorbei ist, werde ich die schneiden und dann direkt instant halt hochladen, ja. Und daher haben wir es alles nochmal ein bisschen genauer beleuchtet. Nur jetzt halt nochmal auf alles komplett einzugehen, ich glaube, ich sprengt ein bisschen den Rahmen, ne? Und man bekommt jetzt früher schon bessere Items. Man bekommt viel früher schon irgendwelche krassen Items jetzt inzwischen. Okay, das freut mich, ey, freut mich. Erstmal erfolgreich Eigenwerbung gemacht. Nightcrawler. Dark Wreath Rising. Ich habe das Gefühl, genau das hatte ich letzte Runde auch, genau die drei Items, kann das sein? Axe grows stronger. Ich bin mir nicht sicher. Gehen wir erstmal Level und versuchen uns auf irgendwas umzustellen. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt die Runde wieder irgendwie auf Hard Roan gehen soll. Eigentlich hat mir Level mehr Spaß, also und auch mehr Erfolg gebracht, die letzte Runde, als wo ich einfach gerollt habe und nichts richtig bekommen habe. Und ich meine, ich kann dann Dreier Krieger, Dreier Sets eine Zeit lang auch spielen. Mit dem Juggernaut hätte ich noch Ding dazu, dann stellen wir ihn später entweder um auf Warlocks oder auf Orks. 6 Orks mit dem Warlock Boy halt. Jetzt schauen wir erstmal, was kommt. Schauen wir erstmal, was kommt. Eyes up and sweet bones and spells I come. Ich habe schon genug Schaden mit dem Slark, deswegen ist mir mehr Tankiness erstmal, glaube ich, lieber. Da geben die zwar sich aber nicht viel, aber erst dann halt mehr, wenn du die Ult rausbekommst, deswegen stellen wir es so rein. Aber er ist auf jeden Fall tankiger. Mr. Bane, sie haben schon Gods, wie ich sehe. Oh lol, du hast einfach schon Storm Spirit gezogen. Wie hast du schon Storm Spirit? Ich glaube, mit Gods kann der richtig böse sein. Der Wurf war halt.
Berserker. Komm, zerg ihn down. Und das ist nicht leisten, Blumas dazu noch zu packen. Vielleicht hat er gerade eben noch kein Gold gehabt, um Level zu gehen. Oh, er ist schon 10 Gold gegangen insgesamt. Macht natürlich auch irgendwo Sinn. Juggernaut stands ready. Dann haben wir nochmal auf jeden Fall mehr Tankiness. Das wäre halt ein Assassin. Falls wir sagen, wir gehen, wir brauchen noch einen Assassin, haben nachher keinen. Wenn wir Runde 11 bis Runde keine 11 keinen mehr ziehen sollten. Also wir haben richtig Tankiness und wir haben Slag der Schaden. Das ist doch in Ordnung. Das ist doch in Ordnung. Ich glaube, sie sind auch stärker als Hunter damit. Vor allem bei ihm Level 2 halt fehlen. Wir nehmen den Bonus Damage Mac. Er bekommt keinen Spawn raus. Ah, ne, hat er nicht. Also den vorne schon, aber hinteren. So, Spawn. Also so ein Venomancer Early ist halt so richtig böse, wenn man halt nicht gegen seine Backline geht, sondern nur gegen die Frontline kämpft. Boah, ich habe ja Bock, Boomaster zu spielen und ein bisschen zu hoffen auf einen Early Drop hier. Aber sobald ich hier was ziehe, werde ich Pumaster glaube ich wieder rausnehmen. Überlegt mal, stellt euch vor, wir würden jetzt einfach Warlock gedroppt bekommen direkt. Oder Tide oder. Also wir haben schon halt. Ich glaube, ich mache einen Dismiss. Wenn ich was hochziehe, kann ich immer noch den Ding rausnehmen. Den, der ist gestorben, ist schon gerade. Komm, wir dismissen die Pandas. Okay, wir haben eh nichts hochgezogen. Ich könnte die hier löschen, wenn ich jetzt nochmal holen sollte. Also wenn wir Naga gedroppt bekommen, haben wir gute Chancen auf Tide Hunter. Bei Gods haben wir recht gute Chancen auf Elder Titan. Und wir haben egal was wir gedroppt bekommen, egal was, wir haben auf jeden Fall eine Chance auf ein Legendary, immer von so, weiß ich nicht, 15% oder so. Oder teilweise sogar mehr. Wäre mir am wenigsten lieb. Elder Titan wäre halt auch irgendwo cool. Damit könnten wir noch godsmäßig irgendwas anfangen. Tide wäre auch cool, die sind alle cool. Tide wäre mir am wenigsten lieb. Tide wäre der letzte, den ich haben wollen würde, aber würde ich mir auch nicht beklagen. Da hätten wir zumindest Naga-Buff irgendwie dran bekommen. Komm, ich bin auf die Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Wer kennt's noch? Kein Drop. Geht man jetzt auf 20 Gold, indem man die löscht? Oder hält man sich den Anti-Mage offen? Ja, eigentlich hält man sich offen, oder? Wenn wir die Streak halten, dann lasse ich mir offen. Wenn wir verlieren, lösche ich ihn. Weil dann brauche ich eh nicht mehr, stärker werden, so dringend. Mal gucken, ob wir noch eine Runde überleben dürfen. Ja, das dürfte reichen. Wir haben auch Ork-Buff. Wir haben noch einen Level 2er hier. Vielleicht halten wir den Spawn sogar wieder auf. Nee, okay, ja, schnell genug. Kaufe ich mir noch sowas, vielleicht noch einen Starndreier zusammen. From the deeps, I rise. Ja, in Level 2 ja nicht, in Level 3 natürlich.
war's auch schon wieder. Nach der Runde gehen wir auf jeden Fall ein Level und eine Unit mehr zu stellen. Am besten ins Slader. Wir können Slader jetzt über ihm reinpacken in die Runde. Dann haben wir auch noch bessere Chancen. Jetzt können wir nur noch Tidehunter ziehen. Oder Orks. Also was ist Tidehunter? Also nur noch Nagas oder Orks, meine ich. So natürlich. Aber bisher haben wir noch gar keinen den Drop-Sound bekommen. Chen wäre ich auch zufrieden, dann hätten wir 4 Orks zumindest schon mal. Medusa würde ich ungern haben, dann lieber einen Chen. Also generell lieber in die Ork-Richtung. Juggernaut stands ready. Random rein. Dann nehmen wir natürlich jetzt wieder die Demons mit. Dann mache ich es lieber so. Und eigentlich haben wir schon ganz gut Schaden mit dem Slug, wenn der lange überlebt. Wenn ich jetzt den Tast würde ich behalten, wenn ich gewinne, konnte ich die jetzt rauslöschen. Ganz gut, dass wir so viele Hunter haben als Gegner. Dadurch geht der Slug immer hinten in die Backline rein. Im Moment ist noch eine entspannte Runde, aber auch sind auch alle nicht so stark. Im Moment sind alle noch sehr schwach. Am Mittag sieht inzwischen recht gut aus mit Huntern und mit Level 2 an schon. Hey Zenny, servus. Okay, ich hab löschen, jetzt schaffe ich zeitlich nicht mehr, aber egal. From the deeps, behalten wir das I rise. Ja, aber die brauche ich auf keinen Fall mehr, habe ich mir einen Platz mehr. Oh, warte mal, ich glaube, er ist krasser. Jetzt schon Warlocks mitnehmen, ist denke ich auch wieder Quatsch. Okay, das sind die ganzen. Oh, wie viele spielen denn Hunter, Alter? Spielt jeder Hunter hier? Ne, nur 2 Leute oder welcher am Weg ist, Switch? Ich spiele gefühlt jede Runde gegen irgendeinen Hunter-Spieler. Oh, how the deep ones will fish. Will fished. Mega kill. Oh, man kann hier nicht mehr dismissen. Ach nee, kann man doch. Ich hab nur Dinge. Ich hab was anderes. Nein, Schwachsinn. Ich hab ja hier schon dismissed, deswegen kann ich nicht dismissen. Ich dachte, es geht nicht mehr. Slug, werde ich eh nicht auf 3 spielen. Nee. Hier fliegen jetzt die Upgrades durch. Wir könnten jetzt echt langsam kassieren, wenn es dumm läuft. Mal einmal kurz. Walrus Punch. Ob es sich gelohnt hat, lässt sich zum Streiten, aber es waren gute Upgrades. Hey, danke fürs Follow an Nykagverdene. Spannender Name. Definitiv ein spannender Name an der Stelle. Oh yes. Hey Dennis Bar, danke fürs Follow. Leute, macht so weiter, mir gefällt es. Immer weiter. Aber vielen, vielen Dank auch an der Stelle nochmal. Ich freue mich über jeden Follow, über jeden, der was da lässt. Den Supporter lässt, bin ich immer froh. Enchanted, I'm sure. Ich hasse mich. Nein, der Teil Runde 14 liegen lassen. Hi. Ich dachte mir schon, wieso kaufe ich sie lieber nicht?
hätte es einfach löschen müssen. Nein. Ich lösche jetzt. Das ist die Strafe. Ich könnte jetzt einen Titan da drin stehen haben, statt der scheiß Lader. Nicht mehr Kohle durchkassiert. Okay, das tun wir so, als wenn es nicht passiert wäre. Tun wir so, als wäre das nicht passiert. Wir sind trotzdem stark. Das wäre natürlich auch noch krass nice gewesen, den Teil zu spielen. Dafür eigentlich direkt unfollow. Würde ich verstehen. Aber glaub mir, mich regt es mehr auf, als es dich aufregt. Mich regt es noch mehr auf, wenn es dich trösten sollte. Der Tie Drop, ich rede groß davon, dann bekomme ich die Juni nicht runtergestellt. Juggernaut stands ready. You can't keep a demon down. Ich lösche einfach jetzt. Jetzt würde ich wirklich einfach einen Chuck löschen diesmal. Spaß, bist ein guter Typ, aber trotzdem lustig. Das freut mich. Ja, ich fand es auch sehr lustig. Ha, ha, ich lach mich tot. Ach, Mano. Der hat mich nicht mal unbedingt, der Titan hat mich nicht mal viel stärker gemacht. Der hat mich nur slightly stärker gemacht. Aber wäre cool gewesen. Ich feier's halt. Weil die Legendary ist immer cool. Thanks for that. Bitte sehr. Also ich werde diesmal werde ich Dings löschen. Die hat verloren. Ich kann jetzt nicht auf sein Feld gucken. Ich bekomme eh keinen Drop, dann brauche ich auch nicht löschen. Damnation rises. Master of Beasts. Wir könnten auch gleich so schnell wie möglich versuchen, den vollen Kriegerbonus zu stellen. Ey, da bin ich jetzt gespannt, ob ich da Probleme bekomme wegen dem Mars. Ja, dieses 700 Health Ding auch, wo alle nochmal sich hochhealen. Hallo Robert! Übrig Doom wäre halt echt ganz cool. Für den Schaden. Und der darf die Ult nicht nochmal hauen, bin ich am Arsch. Aber es lag zu den Niederzergen. Nice. Hä, wieso funktioniert der Befehl gerade nicht? What the fuck? Hä? Ach, Patch Notes musst du schreiben. Stimmt. Alter, der Kampf gegen das Totem und er bekommt jedes Mal nur einen Schaden abgezogen. My faithful join me. My faithful join me. Ich kann mir 100% Runde ballern. Ja, die Frage ist, brauchen wir das Zeug alles noch? Ich würde einfach mal Nein sagen. Für 80 Viewer läuft Paul. Freut mich auf jeden Fall, alle da sind. Ich habe gerade einen Titan da liegen lassen auf Dummheit. Für die, wo es gesehen haben, danke, dass ihr noch da seid. Und lasst gern ein Follow da natürlich. Ich finde es witzig, dass jetzt diese Zeit abläuft, bis dann Units verschwinden, diese gespawnten Teile. Macht irgendwie Sinn, dass die irgendwann noch verschwinden. Hier 8 Sekunden, links steht sogar auch der Cooldown dran, sehe ich gerade. Juggernaut stands ready.
weiß noch nicht auf ganz was ich im Endgame gehen werde. Ich könnte ja ruhig mal einen Lucky Drop bekommen. Wo ist mein Lucky Drop? Ja, es ist extrem viel neu, Robert. Es ist ganz, ganz viel neues Zeug. Ich finde es richtig krass dieses Mal, was alles neu ist. Ich finde es auch übel. Aber cool. Cool, dass die wieder viele neue Sachen reinbringen. Also unser Team scheint richtig ekelhaft zu sein. Keine Dings diesmal. Also wie gesagt, wir könnten nachher auf Warlocks noch switchen, wobei wir dafür natürlich halt ordentlich schon. Ja, wir können Warlocks spielen ohne mit irgendeinem anderen Damage Dealer als Terrorblade. Das heißt Warlocks mit so einem Monkey King als Damage Dealer vielleicht. Wir könnten natürlich auch die Orks spielen. Es kommt jetzt, ich kann es gerade nicht schließen, Leute. Ach doch, mit der Zeit kann ich schließen, okay, weil ich gerade online gekommen ist. Auf seinem Feld hätte ich gern gegen ihn gespielt, nicht auf meinem. Oh, er fehlt die Streaking im anderen jetzt. Okay. Wrong, jo, alles gut, Robert, kein Stress. Wir haben eh schon heute ausführlich darüber diskutiert, über das neue Update. Deswegen eigentlich alles entspannt. Diskutiert haben wir schon ganz gut, Robert. Warum ist Grimm eigentlich auf 3 geändert worden, wenn er 4er Wizard auf Broken sein kann? Weiß ich nicht, aber das war auf jeden Fall ein krasser Change, muss man schon sagen, dass sie ihn geändert haben. Das war schon nicht wenig. Also den sieht man jetzt echt relativ oft auf 3 seitdem, finde ich. Aber inzwischen bin ich kein so ein Grimstroke-Fan, weil irgendwie habe ich den richtig gefeiert. Seitdem, ich habe halt immer in der Kombination mit Shadow Shaman gemacht, dass Shaman auch seine Hühnchen gemacht hat. Das war die Kombination, wo ich ihn richtig geliebt habe. Thanks for that. Gerne, Slada. Für dich doch alles. Für dich nur das Beste. Ich bin heute ein bisschen greedy unterwegs. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht zu übel. Ja gut, es gibt natürlich viele Level 4er, das stimmt schon. Bei Level 3 gibt es halt auch extrem viele. Also Level 3 ja schon auch extrem voll. Aber klar, die wurden geswitcht. Normal wäre das genau ausgeglichen, wenn Grimstone Level andere wären noch. Tusk, ich hoffe, wir bekommen den Tusk irgendwie down. Das könnte sein, dass es sich gelohnt hat. Wenn ich gewinne, hat es sich gelohnt. Wenn ich verliere, hat es sich nicht gelohnt. Weil es ist auf jeden Fall close. Das kann man wohl schon sagen. Aber ich glaube, das reicht nicht für einen Win. Nee. Ja, stimmt auch zu schnell weg. Schade. Ja, hätte man das Geld lieber sparen sollen. Toll, Citizen Band. Nicht mal die Streak hier haben wir geholt. Okay, wir sparen jetzt auch nochmal gechillt. Ja, geil. Wir haben 2 Legendary Draws begründet bekommen. Wir haben nur einen davon liegen lassen. Also dieser Move gerade einfach. Ah, nice. Komm, ich will die Ult sehen. Aber der hat kein Mana leider. Egal. Komm, Warlock Boy, zeig mir deine geile Ult. Dame. Der ist mir eh lieber als... Tidehunter ist eh nicht wichtig. Der ist wichtig. Und Spiele gegen Assassin verkackt direkt. Komm, mach, schaffst du einmal die Ult? Ja, Mann. Mein Riesenboy.
Mit 2000 Leben, Alter, ist das dumm. Und nochmal 3 Stück, ja, Mann. Der ist so dumm einfach, ich glaub's nicht. Okay, die sterben wenigstens irgendwann, die sind nicht so ewig, die sind nicht ewig da, okay. Einfach PA wieder rein. Ah, wie gesagt, ich vermisse jetzt die PA nicht so krass. Ich weiß noch gar nicht, in welche Richtung ich das spielen soll. Leute, in welche Richtung sollen wir das spielen, die Runde? Ich hätte es halt voll Bock auf Full Orcs. Das Ding ist halt, wir haben halt 0 Schaden. Und es wäre jetzt dumm, drauf zu gehen, dass wir Schaden kassieren, aber Hauptsache auf Full Orcs gehen. Wir können auch 4er Orks, 6er Krieger spielen. 4er Orks, 6er Krieger, 4er Beast, oder? Wäre das eine Option? Hätten wir aber den Liken vielleicht gerade mitnehmen sollen, aber haben wir gerade nicht gemacht. Warum? Ich brauche den Spawn. Ich habe jetzt mindestens auch einen kompletten Cooldown bis zum Ende. Beast Orc. Hä, aber meinst du jetzt Full Beast damit quasi? Also 6 Beasts, 4 Orks. Der Challenge schmeckt wieder. Komm ich denn erstmal dich Enchanted, I'm sure. Also ich glaube Krieger, Beast, Orc. Ich glaube 4, 4, 4 wäre eine coole Combo, oder? Und wir machen Doom zum Carry. Bis dann, Mighty. Viel Spaß. Ach stimmt, also klar, Krieger mache ich 6 natürlich, nicht viel, was laber ich. Orkrieger, wie ich meine schon auch. Ich mache natürlich 6 Krieger. 6 Krieger, 4 Orks, dann habe ich quasi schon 2, also ich habe Task und Liken schon damit drin dann. Und da habe ich noch 2 Plätze für 2 Beasts. Das wird dann halt Monkey King im Optimalfall mit Dings hier, ihr wisst, wen ich meine. Lundreed natürlich. Ihr wisst doch, wen ich meine, Leute. Dass dieser Slug immer noch mein Itemboy ist. Wir sollen gucken, dass wir einen schnell wegmachen trotzdem. Packen wir alles auf die linke Seite. Wir hätten auch Nagas kurz reinstellen können, aber ich glaube, unser Team ist glaube ich stark genug, um gegen die anzukommen, oder? Wir haben den Slow von Slug auf die Seite jetzt. Da kann sich ganz gut auspowern, der Slug. Was Slug für einen Schaden hier rausdrückt. Aber der Slug hat ihn glaube ich alleine gemacht. This day belongs to Axe! Wir könnten natürlich auch ihn für Warlocks noch mitnehmen. Hätten noch 2er Warlock-Buff. Ah, da bin ich jetzt buff, wenn ich so drüber nachdenke. Wäre auch nicht schlecht, ja, das stimmt schon. Da hast du vollkommen recht. Der Spawn ist einmal raus, er ist am Feiden. Chillig. The wolf in man's clothing.
wir 4er Beast und Warlock noch drin. Und noch einen Krieger, dann müssten wir halt nachher den Slug irgendwann rausnehmen. My faithful join me. Hm. Ja, hier werden jetzt die extra Krieger halt Gold. Also dieser Spawn, was der auch für einen Schaden macht, der erste davon zumindest. Wolf in man's clothing. Damnation rises. Time to shove off. Thanks. Warte mal, was habe ich zu viel drauf? Die Ench, Alter, was ist denn die Ench? Ich bin so, ich hasse mich manchmal so. Fuck it. Was habe ich denn jetzt dafür drauf? Ich habe keine 6er Beast, ich habe keine 6er Krieger, ich habe immer noch die Orks drauf zumindest. Wieso sehe ich denn sowas immer zu spät? Jetzt halte ich nicht mal meine Streak, oder? Schilf ist schon mal nice, aber das wird nicht reichen. Ach, das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich natürlich. Das, dafür habe ich nicht reingelevelt, dass ich halt dann einen Krieger ziehe, damit ich dann nachher verkack. Ja, aber kein Stress. Wir haben noch 92%, was das entspannte an der Sache ist. Moment, ich kann ja mal rausnehmen inzwischen. Du bist ein Upgrade, du bist ein Upgrade. Juggernaut stands ready. Das Team an sich wäre so theoretisch fast fertig. Ja gut, aber die, ich glaube, die müssen halt immer wieder neue Sachen rausnehmen, auch Mango Kiwi. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber du meinst, es scheint, dass alle dieses weichen müssen. Aber wenn die ja halt den Pool zu voll machen, dann wird das Spiel wahrscheinlich unspielbar, schätze ich jetzt einfach mal. Jetzt, wo ich gerade so stark kassiere, überlege ich gerade doch nochmal, dass wir am Schluss auf Warlocks gehen mit 6 Orks, weil ich kann jetzt relativ schnell runtergehen hier unser Team, also schlechter werden. Ich will mal ganz kurz raus, weil bin gleich wieder da. Keine Sorge. Den nimmt man natürlich gern mit. Was haben wir denn hier jetzt? Den nimmt man natürlich auch gern. Ja, vielleicht belasten wir es auch bei dem Team. Im Moment haben wir eh noch nicht genug Schaden, dass ich es lohnen würde, auf Orks zu switchen. Wir müssen es einfach merken, falls wir auf einmal gegen jeden kassieren, wäre relativ schnell ein Full-Orks-Switch möglich. Relativ schnell wäre er möglich. Dann hätten wir Full-Orks.
Es wäre 7 und dann können wir noch 3 Wizards stellen und können trotzdem den Doom als Carry sozusagen drin lassen, auch wenn er da nicht mehr seinen Doom-Bonus selber hält. Und wir könnten es gegen einen Husker switchen. Huggisbeck, stimmt, ja. Der Doom macht natürlich jetzt schon einen big Unterschied, dass er jetzt wieder da ist. Doom ist schon stark. I'll give him hell. Axe grows stronger. Das sind sogar beide Leute, wo Beast Buff, glaube ich, nicht schlecht wäre, oder? Wenn wir hier Beast stellen würden gegen die Leute, ein Pangolier oder sowas. Statt den Kriegern. Weil die haben bald beide Tankzeug. Was müssen wir denn rausstellen dafür? 2 Units. Da müsste ich halt den Doom safe rausnehmen, wenn ich Ork behalten will. Das ist ja auch nicht, das richtige Doom rauszunehmen. Das fällt mir gerade echt schwer, mich die Runde zu entscheiden. Wie will ich denn so die Runden? Ne, ich glaube 4er Beast bait mich da jetzt sowas. Ich glaube 6er Beast. Ich glaube 4er Beast sind schon ganz nice. Ich denke, das ist ausreichend. Ich habe ja auch noch so viel, was ich upgraden kann. Pack für des Gegners Mana. Sehr gut, aber das kann ich ja bei jeder Unit dann sagen. Das kann ich dann ja auch bei Dings sagen. Hier, wie heißen sie denn? Bei Luna. Bei Luna bin ich aber auch der Meinung. Das kann ich aber auch bei jeder. Bei Windranger kann ich dann genauso sagen und so, ne? Alles, was halt irgendwie Flächenschaden macht, ein bisschen. Ranger böllert aber. Ja, schon auch recht. Da hast du ja schon auch recht, so ist es nicht. Diese Asymmetrie, die macht mich so aggro. Jetzt ist es wenigstens einigermaßen symmetrisch. Nur das Feld müsste ein Dings schmaler sein. Das ist unangenehm. Das ist unangenehm. Beiden. Ich brauche die Krieger nicht. Wir gehen von den Kriegern langsam aber sicher weg. Hier ist viel Mage-Schaden auch am Start. Hier ist so ein gemischter Schaden fast, aber auch wieder das meiste Magic wahrscheinlich. Der Elder Titan war stark. Alter, dass der Elder Titan gerade so viel Unterschied gemacht haben muss. Der Elder Titan muss ja gerade einen riesigen Unterschied rausgehauen haben. Oder es war einfach nur unlucky davor, die Runde. Da kommt nach Hause und Kleib Paulchen. Das muss ich nochmal anders schreiben, das kann ich nicht mal entziffern so. Maxi, tut mir leid. Ach, das Klein Paulchen streamt immer noch, okay. Jetzt, da wollte ich sagen, da kommst nach Hause und das Klein Paulchen streamt immer noch, okay. Jetzt verstehe ich dich. Die Frage ist, nimmt man dir noch mal eine Zeit mit oder ignorieren wir ihn komplett? Zumal die Orks immer noch keinen Sinn machen. Also die vollen Orks.
Hey Maxi, vielen, vielen Dank für deinen dritten Monat Prime. Ehre. Ehre in Chat, Leute, für Maxi. Vielen, vielen Dank. Damnation rises. In green, I... Was nehmen wir hier mit? Wir können auch die fette Rüstung für mein Team bauen. Statt Moonshard. Irgendwo muss ich das Geld ja verschwenden. Frech. Also mein Prediction ist, sind alle eingetroffen in den neuen Patch. Ich bin stolz darauf. Mage-Nerf habe ich dir anders vorgestellt. €400 Stromnachzahlung hört sich aber auch ätzend an. Das hört sich aber auch wieder ätzend an. Aber kein Stress, keiner muss rein sein. Also wenn ihr euch selber jetzt momentan das Geld nicht habt, dann sagt alle nicht rein. Ist halt nur ein kleiner Support und muss ja nicht jeder machen, deswegen. Nur der, wo es sich auch momentan problemlos leisten kann, da freue ich mich natürlich. Oder wenn ihr eh im Prime habt, irgendwo rumliegen habt. Wenn ihr eh in einem Prime irgendwo rumliegen habt, freue ich mich natürlich auch. Also wenn ich hier den Walker mitgenommen hätte. Damnation rises. Ja, ich versuche gerade echt, ich glaube, ich baue eher einen Doom 3. Ich habe halt natürlich meinen Krieger-Buff rausgenommen. Aber es ist halt ein Elder Titan. Ich will den Beast-Buff will ich drin lassen, weil das alles so tanky ist, das Zeug. Aber ich will natürlich auch den Dings drin haben halt. Den Elder Titan, den ich gerade hatte. Wir haben Warlock-Bonus durch das Team so. Wir haben halt keinen Platz, um den Krieger-Bonus noch reinzuhauen. Außer wir löschen halt einen Elder Titan im Team. Aber Elder Titan mit seinem Clean Magic Damage nicht schlecht gegen die Teams. Wie machen sie diesen Bär nochmal Fettschaden? Ich würde den Warlock gerne noch auf 2 haben. Enigmas nächste interessante Thema. Ever more venomous. Das ist ein interessantes Thema. Enigma wäre stark gegen ihn, stark gegen ihn. Strong wäre Enigma schon. Sind die Vierer Orks noch ein interessantes Ding? Oder können wir zwei Ork-Krieger rausnehmen und können wir dafür nochmal zwei Warlocks reinpacken in das Team? Da haben wir Vierer Warlock, verlieren ein bisschen Leben im Team insgesamt, klar. Aber haben natürlich nochmal diesen Clean Enigma-Schaden übert. Fehler. Husker. Wo ist denn Husker noch? Here's pus in your eye. Gern gemacht. So, jetzt haben wir Vierer Warlock, also wir tun uns mehr gegen healen. Wir haben ihn gegen den Boy, links, rechts, er muss nur rauskommen irgendwie natürlich. Wir haben einen starken Boom, wir haben Vierer Beast, Vierer Warlock, Zweier Orks sind es jetzt noch. Thank you.
schwer zu sagen. Was ist, wenn wir Full Warlocks noch reinpacken? Die neuen Full Warlocks zu sehen wäre auch gleich ganz. Also was müssten wir löschen für zwei Full Warlocks? Wir könnten Vierer Beast nicht mehr behalten. Wir müssten auch wieder zwei Krieger fast rausnehmen, oder? Here's pus in your eye. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. With bones and spells I come. With bones and spells I come. Was haben wir denn zweier Beast Buff denn gerade noch durch den LD hier? Also der neue Warlock Buff ist, dass sich jede Unit quasi die schwächste Unit hochzieht. Das scheint gar nicht so schwach zu sein. Alter, was eine interessante Runde, ohne Witz. Wie wir durchgeswitcht sind die Runde von dem einen zum anderen. Die Runde war irgendwie mega clean. Also außer den einen Ding Delete. Von ja, dem Boy halt, den I am the rotten apple that spoils the bunch. Ich hätte sogar einen Elder Titan gesehen. The Monkey King. Was hat mir denn gefehlt für den Elder Titan? Ich habe die Engine noch draufstellen müssen. Ja, zeitlich schwierig. Aber macht nichts, Leute. Also wenn es jetzt vorbei sein sollte, war es trotzdem eine krasse Runde. Sechster Warlock am Schluss gehabt. Aber vielleicht reicht es auch nochmal für eine Runde. Vielleicht gewinnt er jetzt, ja. Was ehrlich danach aussieht. Auf meinem Feld halt easy, Alter. Was war denn auf meinem Feld gerade los? Irgendwie hat er den Golem bekommen, hat er den... Ja gut, hat auf jeden Fall gereicht. GG, also er wäre noch hochgegangen. Ja, wäre schon noch viel, wäre noch schon viel drin gewesen. Er noch, Witch Doctor wäre natürlich noch krass gewesen, man kennt ihn. GG, sieht es im Bang, GG, krasse Runde. Alter, heute kommen nice Runden zusammen, Leute.